Und wir rufen auf den Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache Nummer 10296, europaeinheitliche Regelung zum Verbot von Bisphenol A anstreben und vorbeugenden Gesundheitsschutz ernst nehmen. In Verbindung damit beraten wir den Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache Nummer 10306, europaeinheitliche Regelung zum Verbot von Bisphenol A anstreben und vorbeugenden Gesundheitsschutz ernst nehmen. Ich darf noch hinweisen auf den Änderungsantrag der Fraktion der FDP, hat die Drucksache Nummer 10381 zu dem Antrag und eröffne die Aussprache. Für die antragstellende Fraktion der Piraten hat Frau Brandt das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer. Ich mache Ihnen jetzt mal den Erklärbär, warum hier zwei Anträge vorliegen mit der gleichen Überschrift, die allerdings inhaltlich nicht mehr viel miteinander zu tun haben. Es begab sich nämlich im Frühjahr dieses Jahres, dass ein Verbot von Frankreich ausging, dass alle Welt vor Bisphenol zu schützen sei. Und dieses Verbot war das erste in Europa und begab sich zu der Zeit, als just die EU die Grenzwerte gerade wieder drastisch abgesenkt hatte. So machte sich auch die Piratenfraktion aus NRW auf den Weg, dass die Menschheit vor Bisphenol A zu schützen sei. Nun denn, daraus entstand im März ein Antrag von uns zur Kennzeichnung von Bisphenol A. Und am Tag, als dieser Antrag im Plenum debattiert werden sollte, trat die SPD auf mich zu und sagte: Frau Brandt, wir sind auf Ihrer Seite. Wir möchten das nicht nur kennzeichnen, wir möchten Bisphenol A verbieten. Und da habe ich gesagt, ist doch super. Aus den Erfahrungen allerdings der letzten Jahre habe ich meinen Antrag nicht direkt zurückgezogen, sondern habe ihn erstmal ins umgekehrte Verfahren gegeben, um zu schauen, was dann jetzt so passiert. Was dann passierte, war sehr schön. Im Frühsommer des Jahres setzten sich die Referenten von SPD, Grünen und unsere Referentin zusammen und entwickelten einen gemeinsamen Antrag. Es wurden sogar Änderungswünsche von uns noch ohne Diskussion berücksichtigt, sodass ein wunderbarer, fertiger Antrag vorlag mit einer europaeinheitlichen Regelung und der Prüfung eines Verbots von Bisphenol A auf Landesebene. So, dann verschwand er aber in den Tiefen der SPD-Fraktion und wir gehen im Moment davon aus, dass sein Wirtschaftsministerium noch mal, dass da noch mal ein Blick drauf geworfen wurde. Vor 5, 6 Wochen bekam ich dann einen Antrag von der SPD zugeschickt, so, da könnten wir ja jetzt ja mit drauf. Und das hatte nicht mehr viel zu tun mit dem Antrag, der im Juni von den Referenten erarbeitet wurde. Alles, was da jetzt noch drin stand, war, die Absenkung ist toll, die begrüßen wir, ist jetzt schon ein bisschen länger her, weil die war ja aus dem Anfang des Jahres, und es sollen noch weitere Untersuchungen stattfinden. Weitere Untersuchungen ist ja immer nicht schlecht, gibt ja erst 256, aber kann man machen. Aber dem Tiger war der Zahn gezogen worden, nämlich die europaeinheitliche Richtlinie, die wir fordern, die war nicht mehr drin. Und was wir auch noch gefordert haben, ist eben eine Prüfung des Verbots von Bisphenol A. Die Argumentation ist, ja, da hat es ja jetzt in Frankreich ein Urteil gegeben, höchst verfassungsrichterlich, und da ist ja das Verbot teilweise wieder zurückgenommen worden. Gucken wir uns dieses Urteil einmal an. Das Ergebnis des Urteils ist, französische Unternehmen ist somit wieder erlaubt, Bisphenol A-basierte Materialien für den Export zu produzieren. Die für den französischen Binnenmarkt bestehenden weitreichenden Verbote für BPA-basierte Materialien im Lebensmittelkontakt bleiben jedoch weiterhin bestehen. Was heißt das denn jetzt für uns übersetzt? Macht mit dem Dreck ruhig im Ausland weiter Geld, aber bitte nicht in unserem Land. Ist ein bisschen spitz, finde ich, von den Franzosen, aber im Grunde steht das da ja. Denn nochmal, wir fordern eine europaeinheitliche Regelung und eben keinen Schnellschuss. Vielleicht war man da in Frankreich ein bisschen nassforsch, sondern die Prüfung eines nationalen Verbots von Bisphenol A bei der Herstellung von Lebensmittelkontaktmaterialien. Das ist eine Politik mit ruhiger Hand. Dass der Antrag von SPD und Grünen so entschärft worden ist, ist äußerst schade. Die FDP hat es verstanden. Mit ihrem Änderungsantrag nehmen Sie das Verbot von Bisphenol A aus dem SPD- und Grünen-Antrag raus, weil von einem Verbot
ist in dem Antrag hier leider nicht mehr die Rede. Ich finde, man darf da nicht so weiß sein. Wir müssen endlich Konsequenzen ziehen. Der Stoff ist verdammt gefährlich und dementsprechend bitte ich, unserem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Brandt. Und für die SPD spricht nun Kollege Löcker. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich bin heute mal mit meiner Weißblechdose da als Anschauungsobjekt. Und ja, sie soll jetzt nicht ausgetrunken werden während meiner Rede, sondern nur dazu dienen, gleich zu erklären, warum es eben wichtig ist, dass wir eine Innenwandbeschichtung in solchen Dosen haben, die eine Rolle spielt im Zusammenhang mit Bisphenol A. Vorsorgender Verbraucherschutz ist ja kein Hexenwerk, sondern lebt davon, dass wir auch dafür Sorge tragen, dass Verpackungen und eingebrachte Lebensmittel in Ordnung sind. Insofern ist es eben auch wichtig und muss uns interessieren politisch, welche Lösungen wir anbieten, damit wir auch Lebensmittel in solche Dosen einbringen können. Ich erinnere mich noch gerne an die 60er, 70er Jahre, gab es auch Weißblechdosen. Große Innovation, waren wir alle froh, dass auch Wachsblechbohnen eingelagert werden konnten. Die hatten aber einen Nachteil, diese alten Dosen. Es gab sozusagen später, länger eingelagert, einen sogenannten blechernen Nachgeschmack, den man da wahrnehmen konnte, galt auch für Plastikflaschen. Und da haben wir uns der chemischen Industrie bedient, die dafür gesorgt hat, dass wir entsprechende Innenwandbeschichtungen entwickeln konnten, die jetzt dafür sorgen, dass einmal eingebrachte Lebensmittel eben keinen Nachgeschmack annehmen der Verpackung. Deshalb ist Verbraucherschutz auch wichtig. Uns muss ja interessieren, dass man auch innovativ in der Sache weiterkommt. In diesem Sinne geht es jetzt eher noch nur um den Streit, ob man was verbieten muss in dem Zusammenhang oder nicht. Ich meine, die Innovation in dem Zusammenhang ist wirklich geglückt. Und was wir jetzt im Grunde genommen besorgen müssen, ist ja Aufklärung darüber, ob man mit Grenzwerten weiterarbeiten kann und eben nicht Ablenkungsmanövern nachkommen, die so tun, als hätte Frankreich eine Lösung für dieses Problem gefunden, ist ja mitnichten der Fall, meine Damen und Herren. Was wir brauchen, ist im Grunde genommen auch einen klaren Auftrag an die chemische Industrie und die Nahrungsmittelindustrie, entsprechende Innovationen einzuleiten, die dafür sorgen, dass auch weiterhin Innenwandbeschichtungen Teil dieser Dosen sein können. Wir wollen ja nicht zurück in die 60er Jahre und den Eindruck erwecken, man könnte da munter einlagern und am Ende wieder den gleichen Zustand herstellen. Deshalb raten wir dringend dazu, dieses Problem, wenn es eins ist, ernst zu nehmen. Wir glauben, ja, das gehört nicht in die Nahrungskette. Deshalb hat man es auch aus entsprechenden Verpackungen für Kleinkinder bereits entfernt. Das war auch richtig. Es hat nämlich eine unangenehme Eigenschaft. Es geht sozusagen auf den Hormonhaushalt über. Das ist nicht wünschenswert, um es mal so zu formulieren, kann man auch perspektivisch nicht dauerhaft akzeptieren. Deshalb arbeiten wir ja zurzeit mit Grenzwerten. Das ist auch vernünftig, allerdings klar mit dem Auftrag, auch auf europäischer Ebene eine entsprechende Lösung herbeizuführen. Es macht ja wenig Sinn, Cola-Dosen oder Getränkedosen, Verpackungen nach Frankreich zu verkaufen, die sozusagen diesen Stoff noch beinhalten. Wir brauchen eine europaweite Lösung. Und deshalb ist unser Appell, unser Antrag eben auch der weitergehende. Wir sagen, wir wollen das gemeinsam lösen. Dann ist es nämlich wirklich, meine Damen und Herren, eine Lösung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Löcker. Und nun spricht für die Grüne Fraktion Herr Kollege Markert. Herr Präsident, ich bin noch ein bisschen irritiert. Hier laufen noch 2 Minuten. Also. Nee, sind schon weg. Okay, gut. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Zuschauerrängen. Immer wenn es um die Frage der Beurteilung von Ausgangschemikalien für insbesondere Bedarfsgegenstände geht, dann ist natürlich aus unserer grünen Sicht eine ganz hohe Priorität auf den Gesundheitsschutz zu legen. Insofern, Frau Brandt, in der Tat, wir haben monatelang zusammengehockt und wir haben auch versucht, das Problem gemeinsam sozusagen in einen Antrag zu gießen. Ich glaube auch, dass wir am Ende nicht so weit auseinander sind. Mir hat sich auch nicht erschlossen, warum Sie beispielsweise im letzten zuständigen Umweltausschuss Ihren Antrag, den Sie eben hier noch mal vorgestellt haben, dann einfach zurückgezogen haben. Das war für uns dann auch ein bisschen irritierend. Aber das nur so zur Genese, weil Sie eben ja kurz vor Weihnachten ja auch eine längere Geschichte hier erzählt haben. Dann sollten Sie diesen Teil der Geschichte vielleicht dann auch miterzählen. Aber jetzt Herr Kollege, zur Sache. Eine Zwischenfrage von Frau Brandt.
Ich würde gerne sozusagen im Zusammenhang vortragen und der Kollegin Brandt dann aber ganz selbstverständlich am Ende der Rede auch. Oh, dann ist auch vielleicht die Redezeit geben. Auch zu Ende. Gut, ja, also gut. Jetzt nicht jedenfalls. Ich werde jedenfalls ihr gleich noch die Zeit einräumen, wie sich das gehört. Also immer dann, wenn es um gefährliche Ausgangs- oder scheinbar gefährliche Ausgangsstoffe geht für Bedarfsgegenstände, ist allerhöchste Vorsicht geboten, insbesondere dann, wenn es sich um solche Produkte des täglichen Lebens handelt, um Bedarfsgegenstände, die auch in die Hände oder Münder von Kindern kommen können. Und bei Bisphenol A handelt es sich ja um einen Weichmacher, der sich in vielen Kunststoffen, Plastikkunststoffverpackungen für Lebensmittel findet, aber auch in Plastikgeschirr, unter anderem auch in Butterbrotsdosen für Kinder. Also es ist ein Bedarfsgegenstand hier in der Beobachtung und auch eine Ausgangschemikalie, wo Vorsicht geboten ist. Was ist das nun für ein Stoff, dieses Bisphenol A, dieser Weichmacher? Nun, die Wissenschaft streitet darüber, wie gefährlich er tatsächlich ist. Ihm werden jedenfalls, und das ist unstreitig, in bestimmten Dosen hormonähnliche Wirkungen zugewiesen. Und diese hormonähnlichen Wirkungen können Unfruchtbarkeit, Erektionsstörungen, Diabetes, Brustkrebs oder Schädigungen des zentralen Nervensystems hervorrufen. Soweit so gut. Es kommt auf die Menge an und es kommt natürlich auch darauf an, ob dieser Weichmacher in gebundener Form vorhanden ist oder ob er tatsächlich freigesetzt wird. Frau Brandt, in Frankreich war es so, dass man sich in diesem Jahr tatsächlich darauf verständigt hat, Bisphenol A für Lebensmittelverpackungen zu verbieten. Allerdings in anderen Bereichen ist es eben nicht verboten worden. Und das hängt damit zusammen, dass es so ohne weiteres auch rechtlich in einem Nationalstaat nicht möglich ist, einen einzelnen Grundstoff zu verbieten, sondern das muss man auf europäischer Ebene lösen. Und da muss man eben auch die entsprechenden zuständigen Behörden davon überzeugen, dass eine generelle Gefährdung besteht. Ich will daran erinnern, dass bereits im Jahr 2011 für Nuckelflaschen, also für Babytrinkflaschen, Bisphenol A in Deutschland verboten worden ist. In Teilen haben wir also etwas Ähnliches schon seit längerer Zeit auch in Deutschland. Und so erklärt sich auch, dass wir bei der Beurteilung dieses Stoffes weiter auch gerne forschen wollen. Wir sind sehr zufrieden damit, dass auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit die Besorgnis hinsichtlich dieser Problematik von Bisphenol A teilt. Sie hat die tolerierbare tägliche Aufnahmemenge, den sogenannten TDI-Wert des Stoffes in diesem Jahr von 0,05 auf 0,004 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht heruntergesetzt. Das heißt, hier an dieser Stelle findet tatsächlich weiter eine Forschung statt. Und ich will auch dann darauf hinweisen, dass unterschiedliche Behörden hier teilweise in Deutschland auch zu unterschiedlichen Bewertungen gekommen sind. Das UBA beispielsweise empfiehlt, Produkte, die Bisphenol A enthalten, zu meiden, während das Bundesamt für Risikoeinschätzung zu dem Ergebnis kommt, dass man eben in geringen Dosen diese Produkte weiterverwenden kann. Und so erklärt sich, dass wir nicht generell ausschließen würden auf europäischer Ebene, wie es auch übrigens, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, lieber Henning Höhne, in der Überschrift drinsteht, europaweit irgendwann zu einem Verbot, jedenfalls in Teilen, wenn es um Lebensmittel oder Bedarfsgegenstände geht, kommen würde. Aber wir jedenfalls im Moment die Forschung weiter unterstützen möchten, mit dem Ziel, Alternativen zu Bisphenol A anzustreben. Da müssen wir nämlich nicht den juristischen Weg eines Verbotes gehen, sondern dann kann man einen bestimmten, für gefährlich eingestuften Stoff nach und nach aussourcen. Und das wäre sozusagen auch unsere Empfehlung, weiterhin auf europäischer Ebene nach Alternativen zu suchen, ohne sich letztendlich einem Verbot generell zu verschließen. Im Übrigen, Verbraucherschutz fördert, soll die Mündigkeit der Verbraucherinnen und Verbraucher fördern und nicht die Bevormundung. Wir müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher aufklären, aber wir müssen ihnen keine bestimmte Lebensweise vorschreiben. Und jetzt, liebe Kollegin Brandt, zu Ihrer Frage. Bitte schön. Moment, einen Moment. So. Jetzt nur die Frage, oder können wir das direkt als Kurzintervention machen? Ich kann das nicht verstehen. Ich habe ja gerade erst die Sitzungsleitung übernommen. Sie hatten wohl eine Frage stellen wollen, das war vom Abgeordneten Markert abgelehnt worden, aber gleichzeitig war eine Kurzintervention noch angekündigt worden. Ich würde das jetzt zum Abschluss direkt als Kurzintervention. Ich hätte das jetzt gerne als Kurzintervention. Oder eine Kurzintervention? Ja. Herr Kollege, dann gibt es jetzt eine Kurzintervention der Frau Abgeordneten. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Herr Markert,
Ich habe den Antrag zur Kennzeichnung zunächst ins umgekehrte Verfahren gegeben, weil ich die Zusage der regierungstragenden Fraktionen hatte, einen gemeinsamen Antrag zum Verbot von Bisphenol A zu machen. Als das wieder zurückgezogen wurde, habe ich dann natürlich den stärkeren Antrag mit der Prüfung eines Verbotes gestellt und dementsprechend den zur Kennzeichnung rückgezogen. Unser ursprünglicher Antrag, der hatte das betont, was Sie gerade am Schluss gesagt hatten, nämlich der Verbraucher soll aufgeklärt werden, der Verbraucher soll selbst die für sich richtigen Entscheidungen treffen. Das war der ursprüngliche Ansatz. Da bin ich mit Ihnen eigentlich d'accord. Und ich finde immer, dass Sachen so nicht richtig gelesen werden oder dass Aussagen in den Raum gestellt werden, die es nicht genau treffen. Wir haben nie, weder im Antrag noch ich gerade, davon gesprochen, Bisphenol generell zu verbieten. Sowohl in Frankreich als auch in unserem Antrag geht es um Bisphenol in Verbindung mit Lebensmitteln, mit Produkten und nicht generell. Ich bitte Sie, das zur Kenntnis zu nehmen. Vielen Dank. Herr Kollege Mark. Ja, liebe Kollegin Brandt, nochmal, die Exegese war ja letztendlich von Ihnen angesprochen worden mit dem Ziel Verbot auf der einen Seite kontra Kennzeichnung, wie die Piraten ursprünglich das genannt hatten, sozusagen einzubringen. Was jetzt hier vorliegt, ist sozusagen Ergebnis einer Genese, weil zu dem Zeitpunkt, als wir uns verständigt haben, ein Verbot zu prüfen, gab es die rechtliche Einschätzung in Frankreich, dass ein generelles, auch nationalstaatliches Verbot möglich ist. Es gibt inzwischen in Frankreich ein Urteil, eine Gesetzes- oder eine Rechtsprechung, die sagt, ein Verbot, ein generelles Verbot dieses Stoffes ist nationalstaatlich nicht möglich. Das ist jedenfalls noch ein offener Prozess. Und insofern kann man ein nationales Verbot hier nicht fordern. Wir haben deswegen gesagt, wir verschließen uns einem solchen Verbot nicht, wenn der rechtliche Weg frei ist. Deswegen steht es ja auch noch in der Überschrift drin. Aber wir schreiben hier rein, und das geht in der Tat weiter als eine Kennzeichnung, Alternativen zu Bisphenol A europäisch anzustreben. Alternativen anzustreben. Das heißt, das ist ein Forschungsauftrag und das ist letztendlich auch ein politisches Signal, dass wir diesen Stoff insgesamt für gefährlich und für beobachtungswürdig halten, dass wir ihn in Teilen sogar jetzt schon verboten haben, dass wir in der Zukunft auch davon ausgehen, dass man ihn aussourcen muss, dass es aber im Moment für ein Verbot auf nationaler Ebene nicht ausreicht und auf europäischer Ebene das eben entsprechend erst noch geprüft werden muss. Deswegen auch dieser Antrag mit dem Verbot in der Überschrift und der Formulierung Alternativen zu Bisphenol A anzustreben auf europäischer Ebene im Text. Das geht übrigens weiter als Ihr ursprünglicher Antrag. Und ich denke, wir sind nicht weit auseinander. Vielleicht kann man das dann ja auch in der Abstimmung gleich deutlich machen. Herzlichen Dank. Okay, vielen Dank, Herr Kollege Markert. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Schick. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, schaut man auf die Internetseiten der Europäischen Union, dann erhält man unter der Überschrift Verbraucher ein vollmundiges Versprechen. Ich zitiere, die EU bietet Ihnen in zahlreichen Bereichen ein hohes Maß an Sicherheit. Es gelten verbindliche Sicherheitsnormen. Und jetzt nenne ich nur kleine Auszüge. Darunter fallen Spielzeug, Kosmetika, Arzneimittel und Lebensmittel. Aus diesem Grund darf der Verbraucher mit Recht erwarten, dass sein Gesundheitsschutz einen sehr hohen Stellenwert bei der Europäischen Union genießt. Die uns vorliegenden Anträge beschäftigen sich mit dem Stoff Bisphenol A. Dabei handelt es sich zweifelsfrei um eine chemische Verbindung, die gesundheitsschädlich ist. Verbraucherschutz bedeutet für uns daher, dass ein möglichst großes Maß an Sorgfalt einzuhalten ist. In der Theorie ist das natürlich schnell formuliert, aber wie sieht das in der Praxis aus? Erst einmal legt die EU-Rahmenverordnung für Lebensmittelkontaktmaterialien fest, dass keine gesundheitlich bedenklichen Stoffe auf Lebensmittel übergehen dürfen. Zweitens listet die EU-Kunststoffverordnung 10/2011 auf, welche Stoffe überhaupt für die Herstellung von Kunststoffen verwendet werden dürfen. In dieser Positivliste ist Bisphenol A aufgeführt und darf folglich als Ausgangsstoff für die Herstellung von Kunststoffen verwendet werden. Angesichts der gesundheitlichen Gefährdung, die Bisphenol A zugeschrieben wird, scheint das erst einmal ein Widerspruch zu sein, der sich aber auflösen lässt. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit wertet fortlaufend Daten aus und zieht Studien zur Bewertung des Gesundheitsrisikos hinzu.
Aus diesem Grund ist die täglich tolerierbare Aufnahmemenge von 50 auf 4 Mikrogramm Bisphenol A pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag herabgesetzt worden. Gefahr hat aber in der Vergangenheit trotz der höheren Werte nicht durch die Aufnahme von Bisphenol A in den menschlichen Körper bestanden, da die Aufnahme zu niedrig war. Also selbst wenn Personen Verpackungen genutzt haben, die Bisphenol A enthalten haben, ist die maximal mögliche Aufnahme deutlich unter diesen Grenzwerten geblieben. Das heißt aber nicht, dass der derzeitige Wissensstand in Stein gemeißelt ist. Selbstverständlich erwarten wir, dass neue Ergebnisse fortlaufend in die Bewertung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und des Bundesinstituts für Risikobewertung einfließen. Und nun zum Abstimmungsverhalten unserer Fraktion. Ein Verbot, wie von der Fraktion der Piraten gefordert, ist aus den gerade genannten Gründen nicht notwendig. Deshalb lehnen wir den Antrag der Piraten ab. Der Entschließungsantrag von SPD und Grünen ist eigentlich nur eine Copy- und Paste-Leistung. Ein inhaltlicher Unterschied besteht nur in einem Punkt. Das Wort Verbot findet sich im Text nicht. Das heißt, nicht ganz richtig ist das, weil in der Überschrift befindet sich das Verbot immer noch. Ich habe bis gerade gedacht, dass es sich dabei nur um einen Fehler handelt. Herr Marker, Sie sind ein wenig rumgeeiert. Ich bin mir auch nicht sicher, inwieweit sich da die entsprechenden Aussagen mit denen decken, die Ihr SPD-Kollege gerade geäußert hat. Von daher werden wir dem Antrag der FDP zustimmen, den Änderungsantrag vorzunehmen, das Wort Verbot aus der Überschrift zu streichen. Das wäre unserer Meinung nach auch richtig. Sie denken ja auch sonst nur in Überschriften. Von daher finde ich, sollte die Überschrift dann auch zum Text passen und nicht irgendwie mit zweierlei Strategie hier vorgetragen werden. Ein bisschen Verbot gibt es nicht. Also entweder in Text und in der Überschrift, dann sind Sie beim Piratenantrag. Oder aber Sie streichen es aus dem Text, dann bitte aber auch in der Überschrift. Und dann können wir dem Ganzen zustimmen. Wie gesagt, wir werden dem Änderungsantrag der FDP zustimmen. Wenn Sie anschließend diesem auch zustimmen, dann, glaube ich, können wir hier das einvernehmlich verabschieden. Vielen Dank, Herr Kollege Schick. Für die FDP-Fraktion spricht der Kollege Höhne. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Geschichte, dass uns Bisphenol A schon was länger beschäftigt oder immer mal wieder beschäftigt hat im Umweltausschuss, ist ja eben schon genau erläutert worden. Jetzt liegen hier zwei fast identische Anträge vor. Über Bisphenol A wird in der Wissenschaft um die Wirkung dieses Stoffes seit vielen Jahren diskutiert, auch durchaus kontrovers diskutiert. Zentral ist aber für die FDP-Fraktion das kürzlich vorgestellte Gutachten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, was ja übrigens in Übereinstimmung liegt mit dem Bundesinstitut für Risikobewertung, die ja bei der Erstellung der Studie auch eingebunden waren. Und wenn man sich dann mit diesem Thema beschäftigt, dann muss man gar nicht lange über Umwege diskutieren, sondern man kann sich dieses Ergebnis ja einfach mal anschauen. Und spannend fand ich schon, dass von Seiten der antragstellenden Fraktionen gar nicht oder nur sehr am Rande überhaupt auf diese Ergebnisse genauer eingegangen wurde. Die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, zuständig dafür, kommt zu dem Schluss, dass, ich zitiere, das BPA bei der derzeitigen Verbraucherexposition für keine Altersgruppe ein Gesundheitsrisiko darstellt, einschließlich ungeborener Kinder, Kleinkinder und Jugendlicher. Die Exposition über die Ernährung bzw. eine Kombination verschiedener Quellen, Ernährung, Staub, Kosmetika, Thermopapier, liegt deutlich unterhalb der sicheren Obergrenze der sogenannten tolerierbaren täglichen Aufnahmegrenze. Ja, meine Kolleginnen und Kollegen, der Grenzwert wurde nach unten korrigiert, aber, so wieder die europäische Behörde, Zitat, die höchsten Schätzungen für die von Lebensmitteln und einer Kombination von Quellen ausgehende Exposition liegt um das 3- bis 5-fache unter dem neuen Grenzwert. So viel zur sachlichen Diskussion. Damit würden sich eigentlich die von Ihnen vorgestellten Anträge erübrigen.
Was macht man mit einer solchen Information? Wie geht man damit eigentlich verantwortungsbewusst um? Negativbeispiele gibt es 2 Stück. Erstens der Antrag der Piraten, der trotzdem ein Verbot fordert. Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage, weil es, glaube ich, um die Anträge geht, eine Zwischenfrage der Frau Kollegin Brandt zulassen? Ja, bitte sehr. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Höhne, dass Sie die Frage zulassen zur hochgepriesenen EFSA. Wissen Sie, dass die EFSA auch Glyphosat als völlig harmlos darstellt für den Menschen, weil sie lediglich Untersuchungen zu Rate zieht, die niemals Glyphosat in der Kombination mit den ganzen anderen Mitteln, in denen es verwendet wird, im Gesamtzusammenhang untersucht hat? Herr Kollege, bitte schön. Also Frau Kollegin Brandt, darauf habe ich ja fast gewartet, dass Sie noch mal das Thema Glyphosat ansprechen, beziehungsweise auf einen Antrag dazu habe ich ja auch fast von Ihnen gewartet. Auch an der Stelle lassen Sie sich ja von keinerlei Untersuchungen abhalten oder von Ihrer Meinung abbringen. Auch da wären Sie ja mit einem Verbot dann wiederum schnell bei der Sache. Wenn Sie der Meinung sind, dann müsste es neue Untersuchungen geben, dann wenden Sie sich doch an die. Aber die zuständigen Stellen hier an dieser Stelle genießen grundsätzlich und sollten das übrigens auch unser Vertrauen genießen. Also Ihr Antrag ist ein Negativbeispiel. Zweites Negativbeispiel, Pressemitteilung von Herrn Minister Remmel, 6. Mai 2016. Zitat, Bisphenol A ist eine unsichtbare, krankmachende Gefahr im Alltag. Meine Damen und Herren, das ist Politik mit Angst. Sie wollen mit Ängsten, die Sie vorher schüren, Politik machen, und das ist mit den Freien Demokraten nicht zu machen. Und übrigens ist das auch, zumindest abgesehen vom Titel, mit den regierungstragenden Fraktionen nicht zu machen. Denn es ist eben schon angesprochen worden, im Antragstitel sprechen Sie noch von einem Verbot. Im Antrag selber, auch im Beschlussteil, findet sich diese Forderung, dieses Wort überhaupt nicht mehr wieder. Sie sind also da schon abgerückt, beziehungsweise der Minister hat sich deutlich weiter aus dem Fenster gelehnt, als dass die regierungstragenden Fraktionen bereit sind. Dieser Änderungsantrag, den wir gestellt haben, der ist darum auch nicht irgendwie banal oder kleinlich, bezieht sich ja nur auf den Titel. Aber wir sind ja auch als Ausschuss zuständig für den Bereich Verbraucherschutz. Und in dieser Form, wie der Antrag mit dieser Überschrift jetzt vorliegt, ist er eines, nämlich ein Etikettenschwindel. In der Überschrift steht was drin, was der Inhalt gar nicht wiedergibt. Verantwortungsbewusst wäre es, regelmäßig, wie es eben heute auch schon Standard ist, Risikobewertungen nach dem Stand der Technik und des aktuellen Wissens durchzuführen. Insbesondere, und da sind wir dann sicherlich wieder enger beieinander, natürlich insbesondere mit besonderer Vorsicht im Bereich des Lebensmittelkontaktes. Diese Erkenntnisse gehören dann einfach sachlich, fachlich richtig, zeitnah, juristisch umgesetzt. Vom Prinzip her fordert genau das der Antrag der regierungstragenden Fraktionen von SPD und Grünen. Wenn Sie unseren Änderungsantrag annehmen und den Etikettenschwindel, den Ihr Antrag im Moment darstellt, damit beheben, stimmen wir Ihrem Antrag gerne zu. Ansonsten können wir diesen Schwindel so nicht mittragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Höhne. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Remmel. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, in der Tat, beim Stoff Bisphenol A handelt es sich um eine Industriechemikalie, die zur Herstellung von Polycarbonat verwendet wird. Polycarbonat ist ein gängiger Kunststoff. Zum Beispiel werden Plastikgeschirr oder Lebensmittelverpackungen daraus hergestellt. Darin können dann auch Restmengen von Bisphenol vorhanden sein. Über die Gefährlichkeit ist in der Tat in den letzten Jahren kontrovers diskutiert worden. Und wir haben es in dieser Diskussion mit ähnlichen Diskussionen auch an anderer Stelle über andere Stoffe immer wieder mit einem gleichen Phänomen zu tun. Die gesundheitliche Wirkung oder die Wirkung von solchen Stoffen wird nicht bestritten, weil darüber gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse. Dass diese Substanz hormonähnlich wirkt, ist unstreitig. Die Frage ist, welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Die Europäische Union hat ja bereits Konsequenzen gezogen, indem sie die Herstellung von Babyflaschen mit diesem Stoff verboten hat. Also sonst könnte man dieses Verbot ja auch wieder aufheben. Die Europäische Kommission und die Behörde für Lebensmittelsicherheit hat ebenfalls die tägliche Aufnahmemenge 2015, also in diesem Jahr, von 50 auf 4 Mikrogramm Körpergewicht abgesenkt, damit auch noch mal ein Zeichen gesetzt. Was jetzt zu diskutieren ist, ist auf der anderen Seite bezogen auf die Gesundheitswirkung.
Die Frage, ob bestimmte Grenzwerte erreicht werden, da sind alle Messungen, die bisher gemacht worden sind, zu dem Ergebnis gekommen, dass die tolerablen Aufnahmemengen nicht erreicht werden, dass alles unterhalb dieser Schwelle liegt. Also es wird hier mit Grenzwerten gearbeitet, das ist das übliche Verfahren. Gleichzeitig ist aber auch klar, wie in vielen anderen Wirkungsbereichen auch, dass die Wirkungen auf den menschlichen Organismus individuell sind. Grenzwerte werden festgelegt aufgrund von Durchschnittswerten, aufgrund von Durchschnittserfahrungen. Und selbstverständlich kann man zu dem Schluss kommen, dass aus Vorsorgegründen, weil es eben individuelle Wirkungen hervorruft, man auf diesen Stoff verzichten soll. Das ist die Diskrepanz in dieser Debatte. Es macht sicherlich auch Sinn, dass das europäisch einheitlich geregelt werden. Deshalb ist das die notwendige Appellationsebene. Die Verbraucherministerkonferenz hat dazu einen Beschluss gefasst, dass der Grenzwert für Bisphenol A an der Neubewertung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit angepasst wird. Und danach, so die Verbraucherministerkonferenz, an dem Beschluss hat Nordrhein-Westfalen mitgewirkt, danach ein nationales Verbot bei der Herstellung von Lebensmittelkontaktmaterialien durch das Bundesministerium geprüft wird. Das ist die Beschlusslage, und in dieser Beschlusslage sehe ich auch den Antrag der Koalitionsfraktion. Der Antrag der Piraten ist an dieser Stelle insofern entbehrlich, da der Beschluss der Verbraucherministerkonferenz ja bereits das Begehren der Piraten erfüllt hat. Der Antrag der Koalitionsfraktionen darüber hinaus enthält aber noch den neuen Aspekt, dass nach unproblematischen Alternativsubstanzen gesucht werden soll. Und insofern kann ich dieses Anliegen nur unterstützen und aufgreifen, also quasi zu verzichten, aber die entsprechenden Ersatzmaterialien zu erforschen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir kommen zur Abstimmung. Wir kommen zur Abstimmung erstens über den Antrag der Fraktion der Piraten. Das ist die Drucksache 10/296. Die Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen also zur Abstimmung über den Inhalt dieses Antrages. Drucksache 10/296. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht seine Zustimmung geben? Wer enthält sich? Vielen Dank. Damit ist der Antrag abgelehnt mit Stimmen von SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, der FDP-Fraktion gegen die Fraktion der Piraten. Wir kommen zur Abstimmung. Zweitens über den Änderungsantrag der Fraktion der FDP. Das ist die Drucksache 10/381. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Vielen Dank. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Vielen Dank, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Dann ist der Antrag abgelehnt mit Stimmen von SPD und Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der CDU, der FDP-Fraktion und der Fraktion der Piraten. Ich rufe auf drittens den Antrag. Die Abstimmung über den Antrag der Druck der Fraktionen von SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Das ist die Drucksache 10/306. Die antragstellende Fraktion von SPD und Bündnis 90, verehrte Kolleginnen und Kollegen, bitte einen Moment um Aufmerksamkeit. Das ist jetzt auch Ihr Antrag. Also, die antragstellende Fraktion von SPD und Bündnis 90 Die Grünen haben direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrages, Drucksache 10/306. Darüber lasse ich nun abstimmen. Wer dem seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Vielen Dank. Damit ist der Antrag angenommen mit Stimmen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der CDU, der FDP-Fraktion und der Fraktion der Piraten. Ich rufe auf den